Unsere Kollegen sind hier oben. Ein Skelett brauche ich noch. Okay, ich habe blaue Flamme, weiße Flamme ist auch da vorne. Zwei Skelette sind da vorne, die du anzünden kannst, Bermo. Oder du musst halt noch einmal anzünden, generell. Oh nein! Oh, ich habe keinen Schaden gekriegt. Oh, das ist sehr gut. Sehr gut. Oh. Upsi. Okay. Ah, hier sind noch zwei Brandbomben. Luft? Ja. Zünden wir uns an. Ach nee, Bermo hatte den Schädel mitzunehmen. Okay, dann bringen wir das Schwein erstmal zurück zum Schiff. Ab und zu lag ich richtig, ne? Hm. Nichts bringen. Ich werde sowieso sterben. Hallo, kommst du rüber? Oh ja. Und ich hab keine Feuer. Nee. Ich sehe schon dort, ich hab zwei Stück. Dann kann ich uns beide mit anzünden. Hier, nimm die andere, falls ich schon vorher sterbe. Ich hab schon eine genommen. Okay. Ich hab mich einfach an dir wieder neu angezündet. Fährmann! Hol mich! Hey, Fährmann! Ich muss ein bisschen höher zählen, weil der... Was wir ihn, glaube ich, fragen müssen, ist, nimmst du nicht an den Festlichkeiten teil? Die anderen beiden Sachen hatten wir schon beim letzten Mal, als wir mit ihm über die Flammen geredet haben. Bemo? Ja. Er ist deiner. Was war das, nimmst du an den Festlichkeiten teil? Genau. Niemals! Manche behaupten, ich solle mich von diesem Exzess geehrt fühlen, doch sie begreifen nicht die Last auf meinen Schultern. Sollte ich meine Pflichten vergessen und mich unter die sorglosen Feiernden mischen, würde die Konsequenz katastrophal sein. Oh. Und doch, für ein Stück leckeren Kuchen, ta, ich bin deine Frage leid. Hinfort. Okay, hat das für euch gezählt? Okay, wunderbar. Dann können wir runter. Tschüss, Fährmann. Tschüss, Fährmann. Du Arschloch. Glückwunsch, Ihr Charakter wurde vom Server gebannt. Nein! Du bleibst auf ewig auf der Fähre, der Verdammten.
Gut. Dann würde ich sagen, machen wir kurz einen Schwenker vorne bei dem Aschelord und schauen, ob da ein Spieler ist. Und wenn nicht, dann gehen wir einfach in Devil's Roar weiter. Und schauen, ob wir unterwegs jemanden finden. Ich habe meine Quest schon mal aufgeworfen. Die Schiffsratten wollen, dass wir Moss Peak besuchen gehen. Nicht einmal Roar ist von Schicksalsschatten sicher. Beginne bei Moss Peak und suche das alte Wrack nach Hinweisen auf das Ziel der... Geh weg. Geh weg. Verschollenen Crew. Larenna. Morovs Peak. Ich sehe einen Mast. Es ist eine Brick. Ist eine gute Idee, das zu tun, während wir Loot offen hier rumliegen haben. Was bedeutet uns der Loot schon? Machen wir trotzdem Kampf fertig für den Fall, dass sie nicht so diplomatisch sind, wie ich gerne hätte. Nein, na. So, vorne einziehen. Und hinten nochmal. Wir wollen die jetzt nicht erschrecken, indem wir voll Kracho auf die zufahren. Kriegt dann mal das schon noch rüber? Nein, nicht auf die Entfernung. Die sind auf jeden Fall geankert. Aber jetzt sollten wir ein bisschen schneller fahren. Nicht, dass die auf die Idee kommen, jetzt wegzuhauen und uns abzutischen, das wollen wir nicht. Nein, warte, bleib still, wir haben Kuchen dabei. Wir wollen Diplomatie. Man sieht, wir sehen auch, die sind minimal übervorsichtig gegenüber dem Aschelord. Ich habe auch gerade gesehen, dass da hinten beim Aschelord gerade was runtergeregnet ist. Kommst du auch jetzt rüber? Noch nicht. Wie weit denn noch? Parker müsste Sprachrohr aus und dann schauen wir mal nach dem. Also bei sprechende Trompete. Wir sind freundlich gesinnt, wollen wir dann rüber schicken, sobald wir da sind. So. Ich deponiere uns auch so, dass wir den direkt in den Bug schießen können, wenn die auf die Idee kommen, abzuhauen. Das wollen wir nicht akzeptieren. Ich schaue schon mal das Erste, wir sind freundlich gesinnt. Ja. Ja. Okay, ich ziehe das Segel hinten ein. So, bewacht ihr das Schiff? Ich gehe dann rüber und versuche mit den Leuten zu reden. Ja. Bam, du drehst das Schiff dann so, dass wir theoretisch auf die schießen können, wenn die versuchen abzuhauen. Und mach schon mal die Kettenkugeln bereit, um den Mast wegzusetzen, falls die auf Ideen kommen. Hello there!
We are friendly. Wurde gerade geschossen? Nicht von dem Schiff. Die ertrinken ja wortwörtlich in Skeletten. Also boxt sich jetzt erstmal die nächste halbe Stunde nochmal durch. Ne, ich muss die erstmal dazu kriegen, dass sie. Kann ich ihn wiederbeleben? Oh, dann kann ich nicht. Der brennt! Schießfeuerfass! Bitte was? Schießfeuerfass! Wo? Unter unserem Schiff! Hast du ihn? Hey! No, no, no! We are friendly! We don't want to fight! Wenn er Ärger will, dann morde ihn! Luf, schieß drauf! Ja, er ist schon da! Egal, du hast überlebt, du hast einen Kill, glaube ich, gekriegt, oder? Ja, das hab ich umgebracht. Friends! Hey, Luf, lass dich. Okay, genau, hol die Luf, hol die rosa Flamme. Nee, ich versuche gerade. Hoffentlich ist er noch da. Hey! We're friendly! Ich wollte mich eigentlich nicht mit dem Skelett dort prügeln da. Vor allem habe ich neben den Leuten gestanden und mit denen gemeinsam drauf geprügelt. Hast du rosa Flamme gekriegt oder hast du blaue Flamme gekriegt, Luf? Ist wurde nicht umgebracht. Nicht? Nicht, ich habe umgebracht. Ist ja. Hey. Ach so, okay, dann hast du blaue Flamme höchstens gekriegt. Ich wollte nur wissen, ob du von Pulver fast mitgerissen worden wärst. Ja. Nein! Aber du bist das dein Kill? Hey! Hello there! We were just here to ask you for a favor. Could you call back your friend? We don't want to fight you. Du hast den Kill gekriegt, das hat gezählt, oder Luf? Wie? Ja? Keine Ahnung, weiß es nicht. Schau mal kurz nach. We would need the pink flame and for that we would need to die by your hands. And it could be that one of my crewmates still needs a kill. So each of us will want to die by one of your hands and then we will leave you alone. Das war der Arschelort. Soll ich rüberkommen oder soll ich hier bleiben? Bleib du erstmal da, bis du gecheckt hast, ob du deine Sache hast. Holy fuck! Can you kill me? Wo check ich das? Wo ist das? Bei Events Woche 2. Woche 3. Unter Events. Was zur tatsächlichen Hölle? Was ist los? Was? Dieser Aschelord ist ein bisschen am Ausrasten. Warum repariert ihr nicht? Warum reparieren die nicht? Ich weiß nicht, wo man das sieht. Man sieht das bei, da, wo du vorhin Events gesehen hast. Roaring Skies? Ja. Roaring Skies und dann musst du... Bring ein Getränk an Spieler der anderen Führung. Ja, hab ich. Okay, das hast du. Warum habe ich jetzt die grüne Flamme gekriegt? Weil es das Geld getötet hat. Aber wie inkompetent seid ihr? Repariert euren Schild! Jetzt muss ich den wirklich... Unfähigkeit! Jetzt müssen wir die retten. Der ganze Schiff wird einfach so gefickt von dem Skelettlord. Soll ich rüberkommen? Ja, Bermuk, wenn du auf dem Schiff bist, bring das Schiff ein bisschen weiter weg vom Skelettlord. Ich trau dem Laden nicht ganz. Oh nein. Nicht, dass der gleich uns als nächstes Ziel haben will.
geh mal auf den Skelettlord los. Okay, genau, blenk ihn ein bisschen ab, damit er nicht weiter aufs Schiff jietet, seine komischen. Pestbacke, komm hier rüber! Jetzt knallte, jetzt klatschte, aber kein Beifall. Das kann nicht wahr sein! Okay, wie viele Löcher hat dieses Schiff eigentlich? Alle! Und mein. So. Noch? Nein! No, nein! Das wollte ich. Das wie das? Wie mach ich das? G-Luft. G? Nee, G ist es nicht. H? J? Nein. Hä? Warte. Du musst dir keine Sorgen machen. Niemand hat das bemerkt, Luft. Ah, ich hasse dieses Spiel. Schrei nicht so. Gott, wie infähig sind die Leute hier alle? Wieso hast du das Schiff so viele Löcher? Schaut, dass du am Boden liegst. Was für eine Tragödie. Hätten die unser Bündnis angenommen, könnten wir sie wiederbeleben. Die haben keine Holzbretter. Die haben keine Holzbretter. Und ihr segelt auf uns zu, ne? Nur so als Info. Ich lenk das Schiff um. Wieso zum Henker haben die keine Holzbretter? Aus dem gleichen Grund, weswegen die geankert haben, Luf. Okay, es schnappt mir eben von uns nur ein paar Holzbretter. Ja. Wenn es hier hochkommen würde. Oh nein! Da hat er mich getötet. Hä, warum stört es gerade? Weil das Wasser kocht. Ah. Haben wir eine Lagerkiste? Ja, bleib aber ein bisschen gerade noch auf dem Schiff. Die versuchen gerade abzuzischen. Dass sie eventuell ein paar Holzbretter brauchen. Luft, bring das Schiff ein bisschen weiter weg von der Küste. Ich will nicht, dass der Kollege jetzt unser Schiff mit den scheiß Feuerbällen bewirft. Wie? Also. Nur ein kleines Stückchen. You still have a leak down there. Don't repair the mast. You still have a hole in your ship. Hello, can you hear me? I can hear you. Oh, fine. So. What do you want? I will not understand what you mean. We just want to get the pink flame, so each one of us will have to die once by one of your crewmates, so we can get the pink flame for the event. Okay. Okay, so do you want me to kill you now? Yes, yes. You may. Okay. We can do this. Thanks. Also wir brauchen die alle, ne? Ja, deswegen habe ich gesagt, jeder von uns muss einmal. Aber ich habe schon mal die erste pinke von ihm beschafft. So. Es wäre weniger anstrengend gewesen, wenn wir sie einfach hätten töten müssen. Wir hätten sie einfach sterben lassen können. Ja, aber dann hätten wir die pinke Flamme selbst beschaffen müssen und das wäre dann Aufwand gewesen. Ich glaube, es wäre weniger Aufwand gewesen, wenn wir uns einfach selbst umbringen. Nee, ich meine, wenn wir sie einfach hätten töten müssen, hätten wir einfach nur warten müssen, bis sie komplett verwundbar gewesen wären. Du meinst, was sie durchgehend waren, weil sie geankert waren? Genau. Okay, ich nehme noch mal 5 Holzbretter mit. Ist auch, es bringt ihn dir als Geste. Ah ja, das Wasser kocht ja immer noch. Scheiße. Aber, ja, das ist in Ordnung, du kriegst sowieso Schaden. Bärmann, kannst du gleich rübergehen und ich bleib einfach auf dem Schiff. Das wäre so der Plan gewesen, oder? Ja. Schwein schreit. Nein, Schiff, bleib hier! Ich pack den jetzt mal die 5 Holzbretter so rein.
Hä? Wo sind die? Die sind schon auf die Insel gegangen. Ja, wir warten einfach, bis sie sterben. Okay, machen wir das so. Das war mir erstmal wirklich anstrengend, die am Leben zu halten. Okay, wisst ihr was? Helft den mal. Macht die, richtet die Segel mal vernünftig und lichtet den Anker. Ah, sind wir da, hinter euch. Ah, okay. Warte. Hello! Sollten wir denen jetzt mal den Tipp geben, den Anker zu listen und die Segel einzuziehen? Bitte einfach darum, dass sie euch töten. So, could you please kill me? Please. Ah, ich glaube, sie gehen das Bündnis jetzt annehmen. Das wäre schon mal hilfreich. Ah. But kill me. Kill me. Kill me. Schreibt das doch mal im Chat einfach. Enter und dann kill me. Hey, sie haben das Bündnis angenommen. Enter ist es, Ness. T. T? Es ist immer T. Okay, ich hab's mir alles umgestellt, stimmt. Mit T mache ich mir einen Kompass. Hello. Hello. Would you please kill me? Direkt exekutiert. Thank you. Thanks, Vance. Good fortune für Skeleton Lord. Sie werden sowas von sinken. Die werden sowas von sinken. Could you please kill me? Bam, bam! Ja, ich hab das dreimal gefragt. Also einmal gefragt, dann geschrien, dann nochmal gesagt und dann so, ja. Schwere Geburt. Ja. Immer so Franzosen. Hallo. Ich war mir vom Akzent vergleichsweise sicher, dass es französischer Akzent wäre. Das kann gut sein. So, genau. Morris Peak, wo wir hin wollten. Schön, dass wir diese Schwierigkeit schon aus dem Weg geräumt haben. Die kriegen den bestimmt irgendwie platt. Ja, Sister, wir haben den er hat den 5 Holzbretter gegeben. Mit 5 Holzbrettern, easy. Ja, so 5 Holzbrettern in die Truhe gelegt, weil ich so leer war. Das war so traurig, also musste es ihm ein bisschen was geben. Was, als ich im Board komplett gesehen habe, wie die bombardiert wurden, habe ich mir aufgefallen, 10 Holzbretter im Fass. 10! Die hatten die ganze Zeit nur 10 Holzbretter. Und ich dachte mir einfach nur so, nein. Macht euch kampffertig, wir könnten sie möglicherweise retten müssen. Aber schon, dass du einen Kill auch unfreiwillig zusammengekriegt hast. Ja. Da kommt der Typ so mit einem Schießpulver was angeschwommen. Ich spring was auf zu rein. Wir sind freundlich. Ja, generell können wir aber sagen, wem mit einem Pulver was entgegenkommt, musst du gar nicht zögern. Die Person wird sofort erschossen. Ja. Wo habe ich zum Beispiel den Flammen ausgerichtet? Wunderbar. Wofür habe ich jetzt schon wieder 10 Events. Ah, Schicksal der Ancient Sands ist jetzt fertig. Na gut, das haben wir alle. Genau, die Sachen haben wir. Und genau, Schicksal der Roaring Skies. 10 rote oder pinke Skelette. Devil's Roar rot oder pink anzünden. Ach stimmt, deswegen, das haben wir gerade bekommen. Mit den Flammen. Das war's, was du meinst. Das Schiff ist mit den Flammen ausgerüstet.
Da war ich gerade nämlich wieder mental nach der Nachverarbeitung dessen, was da gerade eigentlich für ein Wahnsinn passiert ist. Ich hasse es, Spielen zu begegnen. Ich gerade immer in Panik. Nur die Ruhe. So, ich glaube, du brauchst bei den Rolling Skates noch 5-mal Skelette anzünden, nicht wahr, Luf? Ja. Das kriegen wir dann gleich. Ja, dann nimmst du gleich einfach 5 Feuerbomben und dann wirfst einfach 5 Stück nachher aufs diverse Skelette, die wir in Devil's Roar treffen werden. Das Spiel sagt zwar, du musst 5 Skelette anzünden, die Wahrheit besteht aber daraus, dass du 5-mal Skelette anzünden musst. Hey, Piggy hat eine Spielerbegegnung überlebt. Und wenn die es tatsächlich schaffen sollten, kriegen wir immer noch einen halben Loot mit. Also ist auch schon schön.